Warte, wie dreht man das? Ah! Das ist der Vorteil an der Kamera. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Fitnessstudio. Wir machen heute Abschlusstraining, bevor wir den härtesten Marathon der Welt laufen. Das ist nämlich so ein Hindernismarathon. Ja, also 42 Kilometer laufen mit 100 Hindernissen zwischendurch. Wir müssen Zeit bei den Hindernissen machen. Also ich habe mich relativ gut darauf vorbereitet, seit 6 Monaten. Aber der Kollege hier, der... Ich habe 3 Monate, glaube ich, keinen Sport mehr gemacht und jetzt halt 42 Kilometer, oder Kevin? Ja, 42 Kilometer mit Calisthenics-Hindernissen. Aber der Typ, der ist wirklich der einzige Mensch, den ich kenne auf der ganzen Welt, der das auch packen könnte. Ja, danke, danke. Weil mit dem war ich in der Bundeswehr für 4 Monate und wir haben ihn Funkerbrunner getauft. Weil der Typ so stumpf ist, dann sagst du, du musst jetzt einfach laufen und der läuft einfach, auch mit Funkgerät. Ja. Ich hasse das Ding, ehrlich. Komplett. Ich habe das von Anfang an schon gehasst. 52er, das war ja noch komplett okay, das war leicht. Es hatte nur 1-2 Kilo maximal, denke ich mal. Ein altes Telefon eigentlich. Ja, ein bisschen größer noch. Ja. Und aber das 70er, ey, das war schlimm. Damit kannst du ja auf 5 Kilometer Entfernung auch nur funken. Eigentlich ist das ja... Komplett ja, Schrott. Ist ein sehr altes Teil, also gefühlt vom Ersten Weltkrieg noch. Und es wiegt halt auch 9 bis 11 Kilo, keine Ahnung. 9 bis 11 Kilo. Kommt drauf an, was du dran hast. Und das musst du dann zusätzlich zum Gewicht nochmal tragen. Zum eigentlichen Marschgewicht, also zum Rucksack, zur Koppel, zur Waffe. Das heißt, du hast eigentlich ohne das Funkgerät schon 25 Kilogramm. Ja, und dann trägst du noch zusätzlich das Funkgerät mit 9 Kilogramm. Genau. Und der Typ, der hat das gefühlt 40 Kilometer getragen, einfach beim Marsch. So, wir fahren auf jeden Fall jetzt ins Fitnessstudio. Wir nehmen euch einfach mal so ein bisschen mit, zeigen euch, wie wir so trainieren. Also wie gesagt, heute ist kein Training nach Plan, sondern einfach nur so ein Abschlusstraining. Wir tun nochmal alles so ein bisschen üben, alles was mit Griffkraft zu tun hat. Wir tun nochmal ein paar Klimmzüge machen. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich habe mir vor 1,5 Wochen den Zeh angestoßen und jetzt ist der halt ein bisschen angebrochen, der rechte. Tut ein bisschen weh, aber mal schauen. Ja, wenn es ja sonst nichts ist, 2 Tage vor Marathon dann. Und wie schätzt du den so ein, so geht oder? Ja, ich habe ja damit auch gearbeitet. Okay. Und also ist das relativ entspannt auch. Schmerzen kann man auch überlaufen. Ziel wäre eh so 5 Stunden. Mhm. Kompletten Marathon auf 5 Stunden. Oder? Mit Hindernissen wird es knackig. Boah, mit Hindernissen wird es knackig, aber ich schätze eher so 6 Stunden ein. Jetzt erstmal lockeres Einlaufen. Ja. Das ist halb Mensch, halb Maschine, halb Funkgerät. Ich bin eigentlich immer so ein bisschen warm mit dem Stab hier. Schön die Schulterrotatoren. Ein bisschen warm machen. Versuch nochmal. Du musst alles anspannen. Anspannung. Dann gehst du langsam runter. Ja, die sind stark. Vor allem koordinativ ist die echt gut, die Übung. Ja, und davon machst du immer so 12-3 Mal. Weil dadurch baut man auch gut auf. Boah, ich bin nass. Das ist eine mega gute Übung, um die Griffkraft zu steigern, um Körperspannung zu steigern. Das ist halt genau das, was wir brauchen bei dem Strong Viking Marathonlauf. Komm. Jawohl. Ja, immer Spannung halten. Das ist der Wichtigste. Halt Spannung ganz oben. Es geht schon. Jetzt kommt raus. Ich bin wie so ein Affe. Kaum 30%. Einfach so 2 Dullis im Fitnessstudio. Boah, spürst du das Kribbeln an den Händen eigentlich?
Bei diesem Booster meine ganzen Hände kribbeln. Echt? Ja. Ey, bei mir nicht so. Und jetzt nochmal 6, komm. 5. 4. 3. 2. Komm. Einen noch. Noch einen. Komm, komm, komm. Der geht, der geht, der geht. Ja, der geht, der geht, der geht. Komm. Alles gegeben, aber sehr gute Übung, um den ganzen Körper zu stärken. Die Dinger. Der Farmer's Walk. Ihr nehmt einfach zwei richtig schwere Kurzhanteln. Nehmt die so auf. Dann ganz wichtig ist jetzt, nicht einfach laufen, sondern auch die Schultern nach hinten. Schön gerade steht. Und dann einfach nochmal loslaufen. Ja. Das streckt schon die Griffkraft. Geht schön auf die Hände. Achtung. Aufpassen. Easy. Easy, ne? Ja. Die ist schwer, Reit. Die ist echt schwer. Leute, ihr müsst verstehen, Johannes ist halt so einer, der macht keine Aufwärmsätze. Der macht eigentlich immer so 105% seines Maximalgewichts auf dem ersten Satz drauf direkt. Wie wenn du einen Baum ausreißen willst. Der hat aber noch Feuer in den Beinen. Stark. Das war's für heute. Ja. Machen ist halt gut. Fühlst du dich bereit für übermorgen? Ja, na klar. Der Rücken ist eine Bombe. Ich bin echt gespannt, wie es wird übermorgen. Krass. Auf jeden Fall krass. Ja. Ich habe einfach meine Laufschuhe vergessen. Kilometer 33. Ah, ist das. Oh, der ist richtig schlimm.